größten Naturkatastrophen, die die Menschheit je erlebt hat, geschah vor etwa 74.000 Jahren auf dem Gebiet des heutigen Indonesiens. Es war der Ausbruch eines Supervulkans auf dem Berg Toba, der größte Ausbruch auf der Erde in den letzten 2 Millionen Jahren. Nicht einmal die Tragödie von Pompeji, als der Vesuv die gesamte Stadt zerstörte, hatte ein solches Ausmaß. Zur Zeit des Toba-Ausbruchs war die Menschheit so nah am Aussterben wie nie zuvor. Und das Problem lag nicht im Vulkan selbst, sondern in seinen Folgen. Einige Studien gehen davon aus, dass 3.000 bis 10.000 Menschen die Zeit nach dem Ausbruch überleben konnten. Während der Katastrophe setzte der Toba Millionen Tonnen Vulkanasche und Ruß frei. Diese Wolke breitete sich über den Himmel aus und verdeckte die Sonne in Indien, Indonesien und über dem Indischen Ozean. Einige Experten behaupteten, die Welt sei für mehrere Jahrzehnte in einen vulkanischen Winter getaucht worden. Schau mal bei schlechtem Wetter aus dem Fenster. Siehst du, wie graue Wolken den Himmel bedecken? Doch trotzdem kommt noch ein bisschen Sonnenlicht hindurch. Während des Toba-Ausbruchs war es viel schlimmer, denn das Schwefeldioxid in der Vulkanasche reflektierte das Sonnenlicht. Staub und Asche haben sich lange Zeit nicht abgesetzt. Vermutlich sind sie überall auf dem Planeten rumgeflogen und haben viele Lebewesen zerstört. Viele Pflanzen konnten ohne Sonnenlicht nicht überleben. Die Temperatur der Erde ist um einige Grad gesunken, was zu neuen Katastrophen geführt hat. Heute beeinflusst die Temperatur unsere Stadtbewohner nicht so stark. Doch für die Natur können selbst kleine Veränderungen katastrophale Folgen haben. Pflanzen und Insekten können zum Beispiel Tausende von Jahren bei derselben Temperatur überleben. Aber ein heftiger Kälteeinbruch vernichtet sie. Dadurch bekommen fast alle Tiere nicht mehr genug Nahrung für ihre Nachkommen. Die Zahl aller Lebewesen in der Wildnis nimmt ab. Die Menschen jener Zeit überlebten, indem sie Pflanzenfresser gejagt und Beeren, Früchte und Pilze gesammelt haben. Doch der Vulkanausbruch zerstörte fast alles. Dazu gab es zu wenig Sonnenlicht und das führte zu einem Mangel an Vitamin D. Folglich litten die Menschen an Hunger und waren ziemlich depressiv. Einige Experten meinen, dass viele Menschen diese Zeit recht gut überstanden haben. Vor allem die, die an der südafrikanischen Küste lebten. Der Ozean wurde durch die Katastrophe am wenigsten betroffen. Und die Stämme, die an der Küste lebten, haben eine Menge Fisch gefangen. Bisher konnten beide Versionen nicht bewiesen werden. Forscher versuchen immer noch, sich ein genaues Bild von der menschlichen Entwicklung nach dieser vulkanischen Apokalypse zu zeichnen. Etwa 50.000 Jahre nach dem Toba-Ausbruch hat sich die Natur langsam wieder erholt, als endlich die Sonne wieder rauskam und die Asche sich gelegt hatte. Aber warm wurde es nicht so schnell, denn die Eiszeit hatte schon begonnen. Und dieses Problem war viel schlimmer, da es tausende von Jahren andauerte. Weil die Sonne weniger aktiv war und die Planetenbahn sich verändert hat, ist die Temperatur auf der Erde richtig abgestürzt. Unendliche Kälte bedeckte fast die ganze Erde. Es war super frostig und fast alle Lebewesen mussten ums Überleben kämpfen und umsiedeln. Selbst die mächtigsten Tiere wie Mammuts und Säbelzahntiger konnten die Eiszeit nicht überleben. Aber der Homo sapiens hat sich an die neuen Wetterbedingungen angepasst. Die Menschen haben sich in Höhlen versteckt, Feuer gemacht und besser gejagt. Die Eiszeit hat die Menschheit also im Prinzip stärker gemacht. Heutzutage könnte ein solches Wetter mega Probleme für die Weltwirtschaft verursachen und weltweit zu Finanzkrisen führen. Der letzte Zeitraum, der Eiszeit ähnlich war, ereignete sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Mount Tambora in Indonesien explodierte und schleuderte Millionen von Tonnen Bimsstein, Ruß und Vulkanasche in den Himmel. Die Menschen, die auf einer Vulkaninsel lebten, waren in den ersten Minuten am stärksten betroffen. Doch dann erreichten die Folgen des Ausbruchs die ganze Welt. Die Vulkanasche blockierte wieder das Sonnenlicht und führte zu einem der kältesten Jahre in Nordamerika und Eurasien. Dieses Jahr, 1816, ist in der Geschichte besser bekannt als das Jahr ohne Sommer. Die Aschewolke erhöhte die Luftfeuchtigkeit und senkte die Temperatur in vielen Gebieten. Im Sommer wurde in Mittel- und Westeuropa sowie in Nordamerika die Ernte durch feuchtes Klima und Kälte vernichtet. Die Güterpreise stiegen und arme Menschen verloren den Zugang zu Nahrungsmitteln. Unter den Folgen hat auch der Verkehr gelitten. Damals haben die Leute ihre Pferde als Verkehrsmittel genutzt. Und da auch der Hafer teuer wurde, konnten sich viele Leute die Pferde nicht mehr leisten. Viele glauben, dass diese Umstände den Erfinder Karl Drais dazu inspirierten, das erste Fahrrad zu entwickeln. Es gibt auch die Theorie, dass der Ausbruch des Tambora dazu beigetragen hat, Frankenstein zu erschaffen.
Einige Schriftsteller, darunter Byron und Shelley, haben sich in einer Villa in der Schweiz getroffen und fantastische Geschichten geschrieben. Schlechtes regnerisches Wetter inspirierte Mary Shelley zu einer Geschichte über Dr. Frankenstein und sein Monster. Der Vulkan ist immer noch aktiv, doch er wird nicht mehr aufwachen. Doch was passiert, wenn doch? Werden wir dann bereit sein? Wahrscheinlich wird es weniger Folgen geben, denn wir haben Technologien, große Brutanlagen und Gewächshäuser, wo wir Vieh, Gemüse und Obst anbauen können. Natürlich wird der lange Winter eine Krise auslösen, aber wir können sie leicht überstehen. In den 1930er Jahren kam es zu einer weiteren Katastrophe. Diesmal waren nicht nur Natur, sondern auch Menschen selbst schuld. Damals waren viele Länder stark vom Ackerbau abhängig. Riesige Gebiete wurden besät. Die Menschen betrieben eine exzessive Landwirtschaft. Als dann eine schwere Dürre einsetzte, war der Boden schnell ausgelaugt. Die Nährstoffe, die für das Wachstum von Weizen und Mais notwendig waren, waren aufgebraucht und die obere Bodenschicht wurde zu winzigem Staub. Dann haben westöstliche Winde amerikanische Staaten wie Colorado, Nebraska, Texas und Oklahoma getroffen. Sie wirbelten den Staub auf und bildeten dicke Wolken. Diese Zeit gilt als die schlimmste Zeit der großen Depression und wird Dust Bowl, deutsch Staubschüssel, genannt. Sie hat 8 Jahre gedauert und viele Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und in andere Bundesstaaten zu ziehen. Die Staubstürme waren so stark, dass sie die Sonne in Washington D.C. verdeckten. Ganze Städte waren von Sandregen bedeckt, was zu Atemproblemen führte. Sogar die Schiffe, die auf dem Atlantik fuhren, haben von verschmutzter Luft berichtet. Starke Erdbeben, Supervulkanausbrüche, Überschwemmungen, Brände und Hurrikane haben ganze Tierarten vom Planeten weggefegt. Doch der Mensch hat schon immer auch unter härtesten Bedingungen überlebt. Mach dir also keine Sorgen über die nächste globale Katastrophe. Die Menschheit wird das schon meistern. Hoffentlich. Doch was ist, wenn eine globale Katastrophe passiert, bei der zum Beispiel ein riesiger Meteorit auf die Erde stürzt oder die Atmosphäre vergiftet wird? Dann wäre es am besten, eine abgelegene Insel zu suchen. Oder zum Mond zu fliegen. Die Hauptsache ist, dass man die Möglichkeit hat, zurückzukehren. Denn früher oder später endet die Apokalypse und die Erde wird wahrscheinlich so gut wie neu sein. Eine andere Option wäre, in einem unterirdischen Bunker mit großen Vorräten an Nahrung und Sauerstoff zu leben. Auf der Welt leben etwa 8 Milliarden Menschen. Damit die Menschheit nach der Apokalypse wieder aufblühen und ihre Bevölkerung wiederherstellen kann, reichen 1 bis 500 Menschen aus. Es gab in der Weltgeschichte schon Fälle, in denen kleine Stämme, die nur aus wenigen hundert Menschen bestanden, jahrhundertelang und sogar Jahrtausende überlebt haben. Dazu müsste man allerdings die Megastädte verlassen. Großstädte importieren nur Lebensmittel. Sie sind stark von Landwirtschaft abhängig. Bei einer globalen Katastrophe würde niemand mehr Nahrung in die Städte liefern. Hunger würde zu einem völligen Chaos führen. Um gut leben zu können, müssten die Menschen aus ihren Städten fliehen und die Praxis der Menschen aus der frühen Jungsteinzeit wiederholen. Das war vor etwa 12.000 Jahren, kurz nach dem Ende der letzten Eiszeit. Damals lebten die Menschen getrennt in kleinen Dörfern. In jedem dieser Dörfer lebten ein paar hundert bis tausend Menschen. Sie lebten unabhängig, versorgten sich selbst und gründeten große Familien. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, nach der Apokalypse auf einem kleinen Bauernhof Gemüse anzubauen, sich gesund zu ernähren und die Natur zu genießen, oder?